So, Hallöchen. Wir sind mal wieder in VY. Es geht um die besagte Post hier, die in einer Stunde angreifbar ist. Bei mir ist heute der Joshua anstatt der Jin. Grüße dich. Moin. Wir werden das Ganze wieder versuchen, ein wenig zu kommentieren, uns die besten Momente quasi live in der Show euch zu zeigen. Und wir hoffen einfach mal, dass es wieder ein schöner großer Fight wird, wo das Geld förmlich verbrannt wird. Und ja, die Chancen stehen gut, dass wir heute auch ein paar Capitals sehen. Wir lassen uns einfach mal wieder überraschen, wie immer. Gut, ja. Marco, grüße dich. Dobro, zack, schön, dass du auch wieder da bist. Hier ist auf jeden Fall schon mal der erste Blue, der sich die Post anschaut. Gucken wir mal, gucken wir mal. Aktuell im Local 99 Leute. Ich würde mal sagen, so ja, grob 60, 40 gemischt. 60 Noids, 40 Blues ungefähr. Roundabout. Also holt das Popcorn raus und bitte an die FCs. Achte nicht zu sehr auf den Livestream, so wie gestern. Nicht, dass wieder ein FC abgeschossen wird, weil er in den Livestream so vertieft war. So wie ich das gehört habe im Nachhinein. Gut. So, Marco und Dorozak, extra für euch nochmal von Rushlock. So, Yoshi, du sagst mir Bescheid, wenn du irgendwo was siehst. Yep. Sehr gut, sehr gut. Eventuell kommt der Jin nachher nochmal mit dazu kurz. Dem geht es heute leider nicht allzu gut. Gute Besserung an der Stelle. Und ja, mal gucken, wie viele Zuschauer wir heute haben werden. Gestern wurde unser Rekord geknackt. 127 in diesem Kanal gleichzeitig wurden gebrochen. Und wie einige von euch sehen, mein Hintergrund ist weg. Ja, ich habe den Schrank nicht zu Feuerholz gemacht. Ich habe mir einen Greenscreen gekauft letzte Woche und habe den heute mal aufgebaut. Bin sehr begeistert. Ein bisschen optimieren muss ich ihn noch. Aber so wirkt das Ganze auf jeden Fall schon mal etwas professioneller. So, gucken wir mal. Wen haben wir denn hier schon mal? Das ist Kari Lekebusch. Ich spreche es mal nicht anders aus. Grüße dich. Und wen haben wir hier noch? Krug Elekon, schön, dass du da bist. Und alle anderen natürlich auch. Ja, ein Greenscreen. Ja, man wächst damit seinen Aufgaben. Wir haben die 100 Leute geschafft. Und ihr helft mir natürlich auch immer sehr viel weiter aufgrund der Twitch-Partnerschaft und Zuschauerzahlen und so weiter und so fort. Und da habe ich mal ein bisschen investiert, damit es auch für euch etwas schöner aussieht wie Schrank und 3D-Drucker. Gut, ja, wie immer, wenn irgendjemand Infos hat, wir werden natürlich vertraulich behandelt, dann möge er mich bitte anschreiben. Mein Name ist euch ja bekannt. Um diese Post geht es heute. Sie ist von Lumpi. Wer hätte es gedacht? 423 Mitglieder. Vielleicht sehen wir sie heute alle mal. Es können natürlich auch wieder Grüße ausgerichtet werden, so wie ihr das kennt. Aber heute kein Helene Fischer. Es gibt nur Probleme mit der GEMA. Joschi, lach nicht. So. Ja, Jetzt auch live singen, dann wird es nicht gegeben. der Dunkel geht hoch. Wir haben ziemlich viele Blues-Sätze dazu bekommen. Um die 15 etwa. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Gleicht sich gerade ein bisschen aus. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Joschi, du lässt mir natürlich gerne ins Wort fallen, wenn du irgendwas Wichtiges siehst. Mach ich. Alles klar. Wo bist du jetzt gerade eigentlich? Bist du an der Post mit oder? Ich gucke das Stiletto zu. Du guckst das Stiletto zu. Ah, ja. Der gucke ich auch gerade zu. Sergei SSS. Du bist im Fernsehen. Willst du jemanden grüßen? SSS.
Ja. Ja. Da kommt die nächste. Nee, eine Claw. Schauen wir uns das Ganze an. 54 Minuten noch. Dann wird hier ein ziemlich großer Fight stattfinden. Ich hoffe, wir haben auch wieder ein paar Anfänger mit dabei, um dem mal zu zeigen, was in Eve eigentlich möglich ist, wenn man sich als Allianz zusammentut oder auch als Corporation. Und wenn man auch zusammen an einem Strang zieht, was man dann hier alles auf die Beine stellen kann. Er ist erneut im Grid. Das ist direkt reingesprungen. Yep, ne, ist halt ihren Posten. Also. So, Local geht explosionsartig hoch, 130. Sir, you're on the wrong objective. Check the anchoring Raitaru. Ah! Es ist tatsächlich wohl doch die Raitaru. Hast du die zufälligerweise Warp-Antrieb aktiv. gerade bei dir in der Übersicht? Ich dachte tatsächlich, es geht um die Posse, ja. Ich hatte mich schon gewundert wegen dem Timer. Nee, habe ich nicht. Wir gucken mal, ob wir da in der Nähe einen Safe Spot irgendwo haben. Retaro. Fortisa. Ich habe nur zwei. Ich sehe Astralis. auch nur zwei auf dem Intel. Na, Dito. Auf dem Dingsens. Ich sehe tatsächlich auch nur zwei. Und da hinten ist. Ich hoffe, du mal auf 100 einfach hin. Ja, hier ist ein Eis. Warp-Antrieb aktiv. Da ist die Raitaru. Know your role. Hätte mich auch etwas gewundert, wenn es tatsächlich nur um eine Post geht, wenn hier so klar aufgefahren wird. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal aus, als wenn die gleich was startet. Ich bewege mein Hintern mal ganz schnell hier weg. Hoffentlich lande ich jetzt nicht mitten in dem. Ja, das ist eben das Problem, was wir haben, wenn wir das Ganze filmen. Entschuldigung. Wir bekommen natürlich nicht alle Infos. Es hieß für uns nur, Info Y steigt heute die Party. Und wir wussten natürlich nicht, was, wo, wie. Jetzt geht's los. 240, 250, 260 Leute. Der Local 40. Oh ja. 290, 300. Also, es könnte sehr, sehr voll heute werden hier. Und schon wird gescannt. Selbstverständlich. Ne, mit Sister kommen wir ins Scanner. Auch schon. So, ich mache mir mal einen Safe Spot. Warp-Antrieb aktiv. 4 Minuten. Auch schnell hier weg. Hat er noch getroffen? Ich hoffe. Ah, Rataru. Ja, vielen Dank für die Info. Warp-Antrieb aktiv. Schauen wir mal, wie weit ich weg bin. Oh. Also ich bin ziemlich nah dran, muss ich sagen. Ich bin etwas zu weit weg. Ich probiere es jetzt nochmal. Warp-Antrieb Ich und Safe Spots aktiv. machen, das ist immer sehr kritisch. Nein! Nee, er hat das Enter nicht genommen. Springen wir nochmal zurück. Boah, 400 Leute mittlerweile. 434, ganz genau. Und fast alle blau. Fast alle blau. Also, so wie das aussieht, könnte das
für Lumpi und Co. heute nach hinten losgehen. Oh ja. Und so, jetzt probieren wir es nochmal. Warp-Antrieb aktiv. Auch ein Selbstbomb machen soll gelernt sein. Da. Schön ist das immer noch nicht, aber besser wie nichts. Punkt im Sonnensystem. Chipu, grüße dich. Ich hoffe, du passt wieder etwas auf. Aktiv. Es hat sich sehr viel Großes angemeldet heute. So. Ja, anscheinend geht es um die Reitaru. Aber warum sind das immer da unten? Grüße dich, wer mir gerade geschrieben hat. So, ich denke, das ist wohl ganz gut. Kriegen wir hin. Gut, 37 Leute aktuell. Ja, ist gewollt, damit wir ein bisschen mehr sehen. So. Oh. Jetzt springen sie alle rein. Da kommen die ersten Blauen. Ah, was haben wir denn hier? The Big Ball of Ospreys, Ganz viele Gilas, Gilas. sehr viele Gilas. Also, da geht die Party ab. Und so wie es aussieht, einen kleinen Anzeigefehler. Es sind ein paar Neuz dazwischen. Da bin ich. Ach doch. Oh. Ja, ein paar Neuz. Und da geht's auch schon die Party ab. Bomber Run! Bomber Run, Bomber Run. Aber rechtzeitig reagiert. Viel wird dann nicht auf dem Feld liegen bleiben. Wie viel haben sie hier? Ein, Haben sich selbst zwei. gebombt. Ja, ein, zwei und selbst gebombt. Also, es geht jetzt los, der Kampf beginnt. So, ich habe gerade Info bekommen, es wird schön werden. Ihr werdet einiges zu sehen bekommen. Da steigen die Drohnen auf. Die Die Party Drohnenarmee. beginnt. Sieht sehr, sehr nice aus, muss man einfach mal sagen. Das stimmt. So, ist das Rentner? Rentner Ali. Ich bin Rentner in einer Allee, ja. Wahrscheinlich jene, die bei im Crew sind. Das kann sein. Also, die Party steigt. Es werden immer mehr. Was haben wir hier? Tengus. Tengus mit on Grid. Ja, ich möchte mal sagen, in Panic und seine Verbündeten lassen sich heute wieder ein Wortwitz nicht lumpen und zeigen, was sie haben. Gut. Machen wir mal ein bisschen Werbung hier. Twitch.tv. Zack. Können alle live dazu gucken. Die erste. F Oh, Tango-Flotte. Die schauen wir uns doch gleich mal an. Scheint wohl nur ein kleiner Bereich jetzt zu sein. Und dann sind doch leicht in der Unterzahl. Und da wird das Feuer eröffnet. Joa, ich würde mal sagen, die gleiche Spielchen wie gestern. Immer mal wieder kurz reinwaschen. Was haben wir hier? Machariels. Kleine Machariel-Flotte. Auch sehr, sehr schön. Was haben wir hier oben? Tengus.
Also heute ist alles mit dabei, was das Also, wo ich Herz. momentan stehe, könnte ich echt Pech haben. Ja, ich auch, tatsächlich, ich auch. Wobei ich gerade gar nicht genau weiß, wo ich bin. Hatte. Oh, ich bin zwischen dem Blauen. Zwischen den Blauen ist auch okay. Ja. So. Wieso wusste ich, dass genau das kommt? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ja, ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal für alles Dankeschön, für alle Follows, für Spenden und so weiter und so fort. Und natürlich auch für die ganzen Infos. Ich kann natürlich nicht alles einzeln dann beantworten, wenn wir hier voll in Action sind. Das ist dann immer so ein bisschen kontraproduktiv. Deshalb schon mal vielen Dank für alles. Auch Und Mahari, ihr Flotte. ja, hier ist die Gila-Flotte. Wo sind denn die Machas gerade? Unten, ne? Gerade unten reingeworfen. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, das ist a big, big blue ball. Ja. Gucken wir mal, was Lumpy entgegensetzt. Ich muss mal kurz den Kurs ändern. Mach mal. Da fliegt ein Stiletto direkt auf mich zu. Solange sie freundlich ist, ist alles gut. Ja, schon. Na, ich hätte gern die 3 Tage Übersicht. Da. Betrachten. Oh, sieht auf jeden Fall nett aus. Was haben wir hier unten? Da sind die Machers. Schauen wir uns auch mal an. Auch am fröhlichen Schießen. Sieht noch etwas unorganisiert aus, der Haufen, aber man weiß ja, was eine Macher kann und wie schnell sie das kann. Hast eine Softbox aus, sieht komisch aus, dass der Stuhl in Schatten wirft und gefiltert wird. Nein, das ist tatsächlich mein Greenscreen, der noch leicht geknickt ist. Ich muss den nochmal bügeln. Da ist noch so eine leichte Falte drin. Die habe ich jetzt nicht auf die Schnelle hingekriegt, gerade zu kriegen. Die Allies in der Region da oben sind so gefährlich und kompetent. Dazu äußere ich mich nicht. Wir sind neutral bei uns hier im Stream. Ach, hier wird wieder einer gefangen. Hier gucken wir uns doch direkt mal. Oh, das war's. Es ging schnell. Das ging sehr schnell, das war ein One-Hit. Das mit den Drohnen sieht echt geil aus. Oh, hier, da geht's los. Tengu-Flotte wird behakt. Hey, Übersicht verloren. Ist davon gekommen noch? Ja, der Chipo ist Moderator, der wird das Ganze hier moderieren heute im Chat. Ich kann nicht die ganze Zeit auf den Chat achten, leider. Ich werde immer mal rüberschauen. Und solche Geschichten wie jetzt werden dann direkt gebannt. Chipo wird das Ganze schon regeln. So. Ich weiß, dass das noch harmlos ist, aber das hat gerade so gut gepasst. Direkt wieder gewandt. So. Ja, wir warten auf Gegenwehr. Sobald ein Ziel drauf geht, sagst du mir bitte Bescheid. Sehr gut, sehr gut.
haben wir jetzt hier? Gidas, Hounds, jede Menge Hounds. Bombike Chan. Kommen die Bomben. Party geht ab. Hier ist auf jeden Fall ein schnelles Movement heute. Was haben wir denn da? Naja, Purifier. Hier sind die Bomber on Tour. Versuchen jetzt gerade die Basilisken und die Gidas anzugehen. Gida-Flotte unter Beschuss vom Bombern. Aber so wie es aussieht, doch sehr wirkungslos. Und da springt die nächste Flotte rein. Was haben wir hier? Die Tengus sind wieder zurück. Sind wieder da. So, werden sie diesmal festgehalten? Sehr unwahrscheinlich. Also die Tengus haben keine Chance, hier irgendwie Fuß zu fassen, gefühlt. Die Maharits sind dafür zu schnell unterwegs. Eine Tengu ist noch da. Eine Tengu ist noch da, wird noch behakt, ja. Gucken wir uns mal an. Oh, das ist der Pott. Da ist noch der Pott übrig. So. In der Skimmy ist mein Primary so ein Mist. Schon wieder eine Tango down. Ja, herzlich willkommen. Jetzt auch an Impanic, morgen zum Chat. Schön, dass ihr da seid. Macht auf jeden Fall hier doch ein schönes Bild, was ihr hier aufgestellt habt. Und ich hoffe, wir werden für beide Seiten wieder wie gewohnt neutral kommentieren. Und ich habe einen üblen Frosch im Hals. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja, viel passiert jetzt nicht aktuell. Auch bei der Struktur ist schon einiges weg an Leben. Mhm, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Also es geht recht schnell. Also so wie es jetzt aussieht, wird die Altaro definitiv fallen. Da kommt wieder eine Flotte rein. Was ist das? Die Tengu-Flotte ist zurück. Froschenkel, ich sag's dir. Ich sag's dir. So, wird sie diesmal Fuß fassen? Wird sie Targets finden? Wir werden gespannt sein. Also mit der Kameraführung, ja, das ist immer noch so ein bisschen... Ja. Und da wird das Feuer eröffnet. Auch eine Malediction. Und da liegt... Ah, Wunderbärchen. Ein paar werden festgehalten. Drei aktuell. Und da sind die Machers auch schon vor Ort. Für die drei war es das definitiv. In der Masse sind Machers einfach viel zu stark. Jep. Na, ja, das war halt eine Sekunde Beschuss. Wieder drei Tengus weniger auf dem Kampffeld. Gut. So, ich muss mal kurz gucken. Hat jemand Infos, welche eigentlich gerade alles auf dem Feld steht? Welche Allies? Ich gehe mal davon aus, Impanic ist auch mit dabei hier oben. Shadow of Xdev ist dabei. Goran, da wird definitiv einiges abgeräumt.
Die Chancen steigen, dass wir heute Capitals sehen werden, so wie das hier abgeht. Aktuell 434 Piloten im System. Und die Raitaru, ja, lange wird sie nicht mal durchhalten. Da sind wieder Hounds. Wo sind sie? Wo sind sie? Weit, weit weg. Wurden wohl decloaked. Verteilt euch im Gelände, ist die Devise. Nein, wir haben noch eine POS in circa 40 Minuten, 50 Minuten. Die werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Ich denke mal, die wird auch behakt, aber Infos dazu habe ich natürlich nicht. Ich habe ein paar der Allianzen eingestellt. Wo, 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 wo? Eine Flotte. Gut. So, auf dem Feld haben wir heute sind nur einige: Solarwing, Next Force, Ultimate Space, Brotherhood of the Shadow Alliance, Invictum Infinity Space und sehr explizit Aliens. Es sind wahrscheinlich noch deutlich mehr drin, ne? Aber Agu, vielen, vielen Dank. So, du kannst STG im Local Chat alle Spieler auswählen. Nee. Machen wir anders. Zack. Zack. So, SG10 kopieren. Und bei D-Scan eintragen. Submit. So, wir haben Drone Region Federation, Fox Topos Collision, Redspawn Federation. Ach, da stehen sie. So, Alliances. 28 Piloten, 416. Legion of Xdeath, Solar Fleet, Infinity Space, Solar Wing, League of Unaligned, Master Pilots, Just Let It Happen, Synergy of Steel, Razor ist auch mit dabei, Impenic natürlich auch. Und jede Menge kleinere noch, beziehungsweise mit wenigen Piloten. Ich gebe euch den Link mal direkt. Dann könnt ihr da auch mal durchschauen. Zack. Vielen, vielen Dank, Argo. So, die Zita ist weit down. Hat nur noch zwei Lebenspunkte, also zwei Oh, Balken. oh, oh. Das wollen wir genau hingucken. Ja, lange wird es nicht dauern. Da ist die Gila-Flotte noch. Wunderbar. Links die Mahari-Flotte. Mit ein paar Proteusen dazwischen. Krawallochse! Nix da! Helene Fischer singe ich heute nicht. Hallo, TIE Fighter. Schön, dass du wieder da bist. So, der Kampf geht jetzt so ungefähr, ich guck mal eben, wie lange nehme ich jetzt auf? 31 Minuten, aber, ja, 27 Minuten etwa wurde jetzt gebraucht, um diese Waitaro zu behaken. Und da kommen die Kidas auch wieder runter. Ja, dann. Achtest du drauf, wenn dein Zyno irgendwo aufgeht? Sehr gut. Wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben aber noch die POS, wenn ich mich da nicht irre. Lampi ist deutlich in der Unterzahl. Na, vielleicht wird da noch was kommen. Wovon mal wieder keiner mit rechnet, so wie gestern, nee, vorgestern. Also, ich habe gerade Info bekommen, es wird noch mehr gemacht wie die Weithaben. Drei Taro ist gleich down. Dauert ein ganz bisschen. So, ich würde mal sagen, holt das Popcorn raus. MCS.
Ja, das geht schon. Ich denke mal, der Stream wird es dir erklären nehmen. Beziehungsweise ein Flottenkommandeur kann Schiffe bewegen lassen, beziehungsweise Befehle geben, die dann ausgeführt werden. Also, und dass ein Flottenwarp quasi ausgeführt wird, damit alle gleichzeitig warpen und solche Geschichten, sowas geht. Dass jetzt aber einer die steuert, dass die ein Ziel angreifen, von einer Person her, das funktioniert nicht. Da muss jeder selbstständig agieren. Jeder ist für sich selber, oder jeder steuert sein Schiff selbst. Der geht gar down. Und das war's. Ja, die Drohnen werden wieder eingesammelt. Das war es. Sie ist gefallen. Anker und F1. So, es geht aber weiter. Hier sind ein paar Einzelne, die. Okay, das ist Standing basierend. Okay. Also das ist schon ordentlich, was hier heute steht. Muss man mal sagen. Hier wird ein bisschen gekämpft zwischendurch. Da fliegen die Bomben wieder. Es ist wieder ein Bombrun. Aber sieht nicht so aus, als wenn die viele Ziele treffen werden. Hier fliegen wieder die Bomben. Ja. Ups. Dafür hat MPEG viel zu viele Safe Spots. Yep. Ja, der Bomb One wurde aufgelöst. Das war's dann mit der Zita. So, die ersten Warps. Und Chipo, bitte moderieren. Gut, wir warten auf weitere Infos, was hier heute noch ansteht. Dankeschön für den Follow. Gut. Sechsundzwanzig Minuten noch, dann ist die Post Ja, bei. wunderbar. So, 65 Leute aktuell im Stream, wenn ich das richtig sehe. Wenn es mal wieder aktualisiert wurde. Passt. Sehr, sehr schön. Gut, ja, als nächstes ist wohl die Post dran. Hat mir auch gerade geschrieben. Da geht's dann weiter. Schauen wir mal, was da passieren wird. Oder auch nicht. Du bist da vor Ort, Yoshi? Ich bin vor Ort. Du bist vor Im Ort. Plan ist noch niemand da. Gut, wir bleiben mal kurz hier stehen. Richten schon mal ein bisschen aus. Welche ist denn das? 6, 14 oder 16? 16. Gut. Ja, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir auch hin. Hier ist nicht mehr wirklich was. Warp-Antrieb aktiv. So, wir sind bei der Post. Schauen wir mal. Die. Der gute Mondhaar ist da.
aktuell nichts auf dem Grid, außer das Teleto. 25 Minuten dauert es jetzt noch. So. So viele neue Leute. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir versuchen mal wieder the best moments für euch festzuhalten. Wir werden sehen, was uns heute erwartet. Vielleicht sehen wir ein paar Caps, vielleicht auch ein paar Super Caps. Vielleicht auch wieder ein Titan, wer weiß.
Schicht geleistet. Sieht so ein bisschen nach Wasser und Eis aus. Das stimmt. Da ist nochmal der Nachzügler hinterher gesprungen. Gut. Ja, wir warten 16 Minuten lang. Tjo, was machen wir in der Zeit? Nicht viel wahrscheinlich. Können nicht viel tun. Nicht wirklich, nicht wirklich. Aktuell im Local fast nur Blue. Wir halten euch auf dem Laufenden, falls wir irgendwo was sehen. Und ansonsten ist jetzt erstmal wohl eine Raucherpause angesetzt. Bitte nicht die FCs, nicht so wie letztes Mal. Kamerad, grüße dich. Ja, ich überlege es mir. Also, ne, wenn jetzt hier noch 50 Leute reinkommen, die 110 knacken, das überbrückt die 16 Minuten, dann mache ich hier Lena an. Wenn wir die 100 schaffen. So. Wie war das? Da lässt sich Lumpi nicht lumpen. Hallo Jin oder auch Goron. Grüß dich. Wenn du möchtest, kannst du gerne mitmoderieren, wenn es dir besser geht. Auch an dieser Stelle nochmal für dich gute Besserung. Momentan ist tatsächlich eine Zeitverzögerung drauf. Ja, wir haben tatsächlich eine Delay von 76%, obwohl wir nur 55 Leute hier sind. Es könnte aber auch sein, dass im Umkreis so viel los ist, dass die anderen Systeme auch schon Das anfangen. hatten wir vorhin schon, als die 400 reingesprungen sind. Jetzt ist es wieder weg. Ja. Also, Krabbeloxe, Deal steht 100 plus. Dann mache ich hier den für euch an. Ein Durchlauf. Tja, und da ist auch die Reedy mal weggesprungen. Alle weg. Jetzt mal hier eine leere Post. Naja, so dass wir an die 100 kommen. Sprich jetzt noch 42. Das ist gemein. Ja, muss man in den Flocken Bescheid sagen. Oh, es wird immer mal wieder an der Post reingeflogen und geguckt. Das ist auch immer So. der gleiche. 5, 6, 7 Noids sind jetzt noch verfügbar. Jetzt noch 40. Na, irgendwo sind ja gerade wieder welche reingesprungen. Okay, ging wieder ein bisschen höher. Oh jo. Und Explosion. Spike. 170, 180 Leute. 200 geknackt. Lampi ist aber nicht dabei. Lampi ist nicht dabei. Alles Blue. 230, 240 Spieler. Ja, das ist ordentlich. Legion is back. Sehr schön, sehr schön. Jetzt muss noch Lumpi zurückkommen. Zwölf Minuten. Dann steigt die Party. Gucken, wie lange es dieses Mal dauert, die Post einzureißen. Ob weniger als 10 Minuten oder mehr. Mit der Masse nicht lange. Definitiv nicht. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Delay von 5 Minuten locker irgendwie drin. Was ist mit In Angst? Das sind doch genug Join, die deinen Stream nicht. Moment.
Mal gucken, was jetzt von meinem Kontakt gleich zurückkommt. Ich denke mal, er schaut zu. Ich habe bei mir selber mehr wie ein paar Sekunden. So, die letzten Minuten. Hattest du auch gerade diesen Leck? Ich habe da gerade gar nicht hingeguckt, ich war auf dem dritten Monitor. Hm. Jep. Ja, ich gucke ab und zu mal bei Twitch rein. Sind ein paar mehr von Lampi geworden. Okay. Vielleicht nicht ausreichend, aber es sind ein paar mehr. Nicht ausreichend, aber ein paar mehr. Gucken wir noch mal. Außer ich schmeiße jetzt ein Zino, dann ist es was anderes. Gucken wir mal. Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Haben wir jetzt die 400 eigentlich geknackt? Nee, noch nicht, ne? So. Jeder Neue, der hier reinfliegt, wird seinen Spaß haben, wenn er die Leute sieht. Stell mir vor, fliegt so einer durch wie wir. Ist einfach so, oh, ich will jetzt, Ja. ich muss von A nach B mal, fliegt hier durch. Ups. Ja, das ist schon. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu weit rausgescrollt. Oh. Noch 9 Minuten. Ja, dann ist Silvester. Dann ist Silvester. Eine kleine Avis. Crownsend, Nabend. Wer ist potenzieller Angreifer? Moment, ich gebe dir einfach den Link. Das ist wahrscheinlich einfacher. Da sieht man sofort alles. Zack. Und zwar Legion of Xdeath gegen Lumpy und Co. Beziehungsweise Legion of Xdeath und Freunde. Um das einfach mal so einen Kamm zu scheren. Das ist wahrscheinlich einfacher gesagt. Ich hoffe, das reicht ja erstmal als Antwort. Ja, aktuell im Local alles Blue, Drone Space. ja. VY sind wir aktuell. Ja, extra für euch aufgemacht heute. Ich bin ja hier in keinem teuren Schiff unterwegs und auch nur Beobachter. Deshalb habe ich es heute mal offen stehen lassen. Ja, wir warten auf die letzten 7 Minuten. Und wir sind sehr gespannt, was wir hier sehen werden, Crozen. Wenn natürlich wieder jemand grüßen möchte oder sonstiges. Wir haben das öfters mal, dass Mama und Papa gegrüßt werden. Auch im Local. Dann kann dies gerne getan werden, gar kein Problem. Hey Mom! Ja, gut. Da hatte ich vorher tippen gehört.
So, 60 Zuschauer aktuell. Sehr schön. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Du bist bereits im Fernsehen. Definitiv. Wahrscheinlich schon mehrfach gewesen. Also, neu technisch. Keine Chance. Das wäre ziemlich unfair. Kommt immer darauf an, was sie für Schiffe haben, Ja, aber gut. Wenn das jetzt alles Supercaps wären, dann okay. wenn dann Aber. der Revenant ankommt, dann. Wow. Oh, da kommt was. Nintendo. Da schaut mal rein. Oh, hat mich Oh. mitgebracht. Noch Nintendo. Haben sich wohl gegenseitig Ja, enttarnt. ganz genau. Mal kurz angebannt. Ja. Er ist jetzt am Fluchen in den Comms. Oh, wir haben einen Zyno. Wir haben einen Zyno auf dem Feld. Gucken wir mal, wo das ist. Yoshi, kannst du da mal Flattermann hinmachen? Ist wahrscheinlich an der Fortisa. Haben wir davon einen Safe Spot? Nope. Wir gehen mal gucken, was da los ist. Da Warp-Antrieb kommt auf jeden Fall eine aktiv. Menge durch. Oha. 320, 330 Leute jetzt. Boah, bin ich ja Ja. wirklich in Jumpen? Das ist Lumpy. Glaub mich. Gucken wir mal. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ja, nee, sind blaue. Ich wollte gerade sagen, das war das Blue. Was hast du denn? Alles blue. Ja, also, hier kam eine Flotte. Das ist mal eine Flotte. Lightnears, Hurricanes, alles Mögliche mit dabei. Wunderbärchen. Hurricane. Also, herzlich willkommen in VY an diese Flotte. Mist, hätten sie das speichern so. Ja, die zieht das Blut zu uns, also alles gut. Ne, den anderen, wo ich vorhin stand. So, läuft, ne? Ganz viele Hurricanes. 346 Piloten sind hier jetzt aktuell im System. Es werden noch mehr. Es werden noch mehr. Acht Zügler. So, ja, wir bewegen uns mal wieder zur POS. Die 16 aber aus, richtig? Gut. Ich werde mir das auch nicht Warp-Antrieb merken können. aktiv. Ich habe auch keinen Stift dabei und nichts. Ich kann ja also nicht meinen tollen Tisch anmalen. Hui. So. Oh ja, mit Drake. Can I bring my Drake? War sicherlich die Frage, als die Flotte aufgestellt wurde. Ja, wunderschön mit der Sonne und dem Planeten. So, gut. 2 Minuten, knapp 30 Sekunden noch. Flotte Dann sollte gleich eintreffen. steigt hier auf jeden Fall die Party. Ja, so ist das. Gut. Wir warten ab. Mehr können wir jetzt nicht machen.
schätzen, wie lange die Post überleben wird? Keine 10 Minuten. Keine 10 Minuten. Wenn alle hierher springen, dann nicht. Immer mal wieder ein bisschen Werbung im Local machen. Nur bitte, ihr lieben FCs, passt bitte auf. So, wir gehen auf die letzten Sekunden zu. 40 jetzt noch. Wir sind gespannt. Ja, Yoshi, was sagst du? Wird das heute richtig episch hier oder wird das nur ein Geplänkel und. Es wird sehr schnell vorbeigehen. Na, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich voraus. Die Post ist zwar stark, aber nicht gegen so viele. Nein. So, die letzten Sekunden. Und dann wünsche ich euch allen schon mal frohes neues Jahr. Lasst das Feuerwerk steigen. Sie ist jetzt durch. Wir warten jetzt auf die Blue Flotte und auf die mögliche Verteidigung der Nolz von Lumpi und Co. Peter Norris, grüße dich. Ich bin auch wieder am Start. Ja, wunderbar. Oh, da kommen Da sie. kommt die Flotte. So, was haben wir denn hier? Tengus. Die erste kleine Tengu-Flotte rollt jetzt an. Ich mag die Kamera nicht. Ja, 8 Stück. Es wird fröhlich geschossen. Machen wir es mal so rum. Oh, guck noch mal eine hinterher. Alles ganz gemütlich hier. Man hat ja kein. Zeit mal. Ja, 80 Leute bei uns im Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr alle da seid. Genießt die Show. Holt das Popcorn raus und reißt die Hütte ab. Da kommt jetzt ein bisschen mehr. Da haben wir hier. Müsste die Hurricane-Flotte sein. Ja, Slightness, Hurricanes, hier ist alles mit dabei. Worauf wird geschossen? Auf eine Post hier oben. Von Rampi. Die steht heute unter Beschuss. Eben ist schon eine Reiterhaube gefallen. Tja, was ist so toll an der? Ich könnte mir vorstellen, dass der Mond was Schönes hat. Aber genaue Background-Infos bekommen wir nicht aufgrund der Sicherheit. Und ich bin eigentlich auch ziemlich froh darüber, dass ich nichts weiß, weil ja, Leistung und so. Nicht, dass es hinterher heißt Spion. So, hier oben Tengu-Flotte positioniert, hier unten die Hurricanes und Snipers mit ein bisschen Support. Und es wurde sich wieder fleißig im Gelände verteilt. Bombt mich nur nicht. Jo, warten wir mal ab, was mit dem Local passiert und ob noch ein paar Leute kommen. So, Lolikara, hallo, Mama. Gut. Wobei man sagen muss, ich bezweifle tatsächlich. Danke für den Follow. Dass gerade alle, die im System sind, auch wirklich hier sind. 300 oder knapp 350 Spieler sehen, glaube ich, ein bisschen mehr aus. Was meinst du, Yoshi? Du bist Das ja hier auch sind, irgendwo, da oder? fehlen einige. Hm. Das
merkst du ja schon daran, wie lange du beim Local scrollen musst und wie lange du da scrollen musst. Ja, im Local alles blau. Durch die Bank weg. Ab und zu mal was Graues. Gut. Sagst du Bescheid, wenn irgendwo was hier on Grid aufploppt? Ich habe die Post jetzt im Fokus. Sieht ein bisschen ungeordnet aus. Aber, ja. Sag mal, I'm on TV. Ja, danke für die ganzen Follows. Und herzlich willkommen auch, Comrade. So, what is actually going down here? A post from a Lumpy, League of Underlined Master Pilots, is under attack from... Wer ist denn jetzt hier alles? Moment. Just a moment. Yeah, you get the CT scan. So. Gucken wir doch einfach mal mitten rein hier. Boah, die stehen auf jeden Fall solide vor der Post. Das war's. Danke für die Follows. Ja, Ares ist wieder da. Ja, da könnte gleich was passieren. Eventuell. Anwurfpunkt. Schauen wir mal, ob die Tingos jetzt wieder reinspringen. Flotte kommt. Da ist die Flotte. Die Gila-Flotte ist back. Zack. Jetzt geht's deutlich schneller. Oh ja. So. So, erwarten. Hier kam Kevin Backup. Oh yeah. Was passiert dann mit dem 20-Euro-Spendenziel? Dann wird's erneuert. Ganz einfache Sache. Das ist auch eigentlich nur da, damit man nicht sieht, wo ich hinspringe. Damit ist das verdeckt. Dann wird's einfach erneuert. Also, es gibt da kein Ende. Gidas, ich mag Gidas. Hat jemand Feuerwerk mitgebracht? So, Crow T, Ersatz Wort of Pilots for Pause. Are you expecting a fight? Schau mal auf die yes. Pots. We're expecting a very big fight. Also, Pause is down now. Guck mal, wenn Papa da ist, traut sich ein Panic auch aufs Feld. Oha. Ja, Pause is down. Pause is down. From Olympia. Das ging schnell. So, wir gucken mal. Eieieiei, das sah heavy aus. Wir bewegen uns jetzt auch mal da hin und schauen da mal rüber. Warp-Antrieb aktiv. Vielleicht passiert heute noch was. Vielleicht auch nicht. Und sie gehen. Ja. Gut. Ich frage mal eben nach, ob noch irgendetwas ansteht eventuell. Lampi macht tatsächlich ein Gatecam. Wo? In HB mit zwei Leuten. In HB mit zwei Leuten. Ja, ja, also am HB-Gate.
Aber jetzt wird hier fröhlich hin und her gewarpt. Irgendwo scheinen noch ein paar Ziele zu sein. Ein paar einzelne. Ja, machen wir es mal so. Ja, der erste Fight und der zweite sind gewonnen. Vespa Original, grüße dich. Ja, Lumpi wollte nicht aufs Feld, höre ich gerade. Haben sich wohl nicht getraut, aufgrund der Tatsache, dass da wohl einige Infos durchgesickert sind. Dementsprechend ist der Fight jetzt tatsächlich vorbei. Wir gucken jetzt noch mal ein paar Minuten. Vielleicht tut sich doch noch irgendetwas. Aber so wie es aussieht, wohl eher nicht. Deshalb sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und bei uns zugeschaut habt. Wir werden sowas öfters machen oder auch probieren. Lasst einen Follow da. Gerne auch eine kleine Spende, wenn ihr es möchtet. Und ja. Wir versuchen das dann so weit auszuüben, wie es jetzt ist. Gut. Yoshi, bist du irgendwo da im Dingens unterwegs? Ich bin gerade eine Fortisa. Ist da Party? Da springen gerade die ganzen Blauen zurück. Gut, ich erwarte das. Am Happy Gate. Warp-Antrieb aktiv. Kannst auf den Safe Spot einfach springen, dann. Hier ist die Kimmel. In Panic, ganz vorne mit dabei. Razer. Dead Colors Inc. Das sind ein paar Spieler. So. Hier ist nichts. Gucken wir mal zu anderen. Warp-Antrieb aktiv. Blöde Autokorrektur. Jut, jut, jut. Ah, hier sind noch ein paar. Danke für den Follow. Sind noch ein paar übrig. Ja, also, ich habe gerade Info bekommen. Das war's tatsächlich. Lumpi traut sich nicht weiter, ist die Aussage. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber die Geschichte ist durch. Es ist gewonnen für Impanic und Verbündeten. Hier wird auch ein bisschen abgegrast, was ihm durchs Geld kommt. Kleines Geldcamp. Ganz kleines Geldcamp. Deshalb vielen Dank an alle. Wir machen jetzt auch dann demnächst gleich aus. Und ich hoffe, wir sehen uns dann die nächsten Tage über wieder. Am Sonntag steht ein Zitadellen-Fight an. Wird etwas größer werden und etwas umfangreicher. Ob wir daran teilnehmen, steht noch nicht fest, da ja Montag der 1. Mai ist. Also, mal schauen. Ansonsten versuchen wir euch natürlich immer auf dem Laufenden zu halten über Discord. Ja, Yoshi. Ich glaube. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Wenn nicht, können wir ja wieder den Stream anmachen. Das ist ja gar kein Problem. Wir gucken uns auch ein bisschen das blaue Geflänkel hier an, ne? Das kleine Gatecam. Hat was. Tja. Will auch niemand als Neut reinspringen, so unbedingt. Ja, sehr schade, dass hier heute kein großer Fall zustande gekommen ist. Eigentlich so, ja, gar keine Gegenwehr wirklich. Ein paar Bomber. Ja, ein paar Bomber, so. Gibt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten. Gut. So, ich gucke jetzt mal hin. Wie lange haben wir denn jetzt? Eine Stunde 15 hat der Kampf gedauert vom Stream an. Guck jetzt mal hin, wer ist denn hier? Schauen wir mal.
Gut. Ich werde euch jetzt zu Rushlock weiterschieben. Der macht gerade Straight Outta Probably 0 Anti-Piracy. Ich sage einfach mal ganz groß danke, 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 dass ihr da wart. Ich hoffe, wir werden noch viele, viele Stunden zusammensitzen. So. Joshua, auch an dich, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und Kein Problem. natürlich an die ganzen Infos, die wir bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut, fly safe und tschüss. Tschüss. So, jetzt wollte ich nochmal OBS ausmachen.